Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Teil aus Please Touch the Artwork 2. Wir klicken uns wieder wild durch Gemälde und ich freue mich, dass ihr da seid. Los geht's. Das Stilleben, springen wir mal direkt rein und schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Oder sind wir runtergefallen? Und hier ist so eine Art Rübe, würde ich sagen. Oder ist das ein Fisch? Hier sind ja durchaus mehrere Lebewesen. Wir schauen mal, was er haben möchte. 14, was auch immer das darstellt. Und scheinbar gibt es hier keine. Okay, wir können hier rüber. Da haben wir schon mal 3. Hier müssen noch mehr sein. Hier ist noch einer. So, gibt es noch mehr? Ist hier eine Art Vogel drauf gezeichnet? Ach, guck mal, hier ist auch noch einer versteckt. Den hätte ich fast komplett übersehen. So, und ich glaube, dann haben wir auch alle gefunden. Springen wir mal rüber. Ich finde ja so Stilleben ziemlich hässlich meistens. Ich weiß auch nicht, warum man das gemalt hat früher. Wollte man sich sowas erhalten? War sowas so teuer, also so Lebensmittel, dass man sich Bilder davon an die Wand gehängt hat? Ich weiß es nicht. So, übersehe ich noch irgendwo ein? Da. Oh, es muss noch mehr geben. Da im Glas ist noch einer. Und ich glaube, das waren dann jetzt auch alle. So, 5 Stück brauchen wir noch. Noch 2. Da war es noch einer. Der muss hier auch noch irgendwo sein. Aber... Ah, da war er. Sehr gut. Springen wir mal zurück. Das sind deine Kinder. Das ist ja eine ganz gruselige Vorstellung. Vor allem, ihr seid doch an Wasser gebunden, oder nicht? Das ist ja ganz unangenehm. So, hier ist nichts. Aber wir können hier rüber. Ah, hier ist noch eine Aufgabe. Ach, du liebes Bisschen. Okay, von alledem können wir hier nichts finden. Gut. Okay. Hier sind Kirschen. Ach, die brauchen wir auch. So, sehe ich noch irgendwo weitere Früchte? Hier nicht. Können wir hier nicht drüber gehen? Okay, hier ist scheinbar Sackgasse. Eine Banane würden wir hier doch sehen, oder? Okay, scheinbar gilt das für dieses Gemälde. Das heißt, hier muss noch eine... Upsi. Ach, hier, da ist die Banane. Fast übersehen. Hier ist auch eine Banane. So, hier muss es noch eine Birne geben. Okay, das ist sie nicht. Hier ist eine Kirsche. Da ist noch eine Frucht. Da ist noch eine. Das haben wir schon mal. Und jetzt muss es hier noch so eine rote geben. Ach, das bin ich. Da. Noch mehr. Noch mehr. Wo soll die denn sein? Ach nee, da. Ist durchgestrichen. Da sind nicht noch mehr. Ich glaube, manchmal hat das so einen leichten Delay. So, hier sind wir auch fertig. So, ich dachte, wir wären... Ach, du brauchst verschiedene Sachen. Okay. Ich dachte, wir könnten jetzt schon
einen Auftrag abarbeiten. Hier sind Kirschen. Gut, dann muss es hier ja noch eine Banane geben. Da. Perfekt. So. Wo hat sich die Kirsche versteckt? Da. Hier ist noch eine Frucht. Hier ist auch noch eine. So, und dann muss die letzte ja auch noch irgendwo sein. Da ist sie. Ein sehr schicker Hut, mein Herr. Der schmückt sie wirklich ausgezeichnet. Oh. 14 Scherben werden gesucht. Gut, dann haben wir es hier schon geschafft. Ist das keine Scherbe? So. Ich finde das wirklich manchmal etwas schwierig zu erkennen, was jetzt Gemälde ist und was die gesuchten Objekte sind. Meine Güte, was für ein Gelächter. Ist ja ein bisschen gruselig. So, hier hatte ich alle gefunden, richtig? Gut. Gehen wir mal wieder zurück. Da wächst eine Ranke aus dem Trog. Dann mal hoch. So, was brauchst du? Irgendwie Muscheln? So, sehe ich noch irgendwo eine? Ach, da oben auf dem Korken. Ist ein bisschen eklig, dass man hier diese Fliegen rumfliegen hört. So, du sitzt noch. Ups, Entschuldigung. Das tut mir leid. Okay, das war's hier schon. So, hier müssen noch mehr sein. Auch wenn ich gerade keine. Oh, wir müssen hier dieses. Geht das irgendwie? Wir kommen da irgendwie nicht hin. Vielleicht müssen wir das erst reparieren, bevor wir da überhaupt dran können. So, da ist eine Muschel. Da war eine. Und da ist noch eine. Noch mehr. Das ist eine Banane. Oh, hier oben drauf. Hier sind noch mehr. Können wir denn irgendwie das Gemälde reparieren? Ah, so. Ja, wie macht man das? Man fängt mal hier an. Ja. So, zack, da ist die Muschel. Und da geht's nirgendwo hin. Hier auch nicht. Dann geht's ja nur noch runter, offensichtlich. Und hier muss ich noch eine. Vielleicht können wir irgendwie von der anderen Seite da hinkommen, dass wir das reparieren können. Mal sehen. Okay, hier ist nichts mehr. Hier auch nicht. Hier sind nur die ekligen Fliegen. So, gehen wir hier mal rüber. Hier gibt es noch welche. Hier ist schon mal eine, hier ist eine, hier ist eine. So, noch zwei. Oh, das war auch eine. Dann sind wir hier.
auch fertig. Hier geht's auch nicht weiter. Krass. Wo übersehe ich die letzte Muschel? Ah, ich kann hier wieder runter. So ist das also. Tada, ein Muschelberg. Eine Ente mit Zigaretten im Schnabel, die will doch bestimmt mehr Tabak haben. Nein, sie möchte Streichhölzer haben. Eins, zwei. Die müssen noch mehr sein. Hier ist noch eins. Noch mehr. Da. Das war's. Okay, hier geht's wahrscheinlich nicht weiter. So, hier können wir raus. So, Streichhölzer. Eins. Das ist auf jeden Fall eins. So, wo sehe ich noch Streichhölzer? Hier ist noch eins in der Maske. Hier ist eins in der Nase, ganz schön. Gut. Oh, hier, der hat eins im Maul. Hallo, bleib mal draußen. Geht doch. Hier ist noch eins. So, wo ist noch ein Streichholz? Das habe ich nicht gesehen. Da habe ich jetzt aus Versehen geklickt. Können die irgendwo hinterliegen und man sieht sie gar nicht? Ich würde ja hier eins verstecken, wo man es nicht so gut sieht. Ich sehe jetzt keins. Wir gehen erstmal weiter. So, der hat eins hier in der Poritze. Sehr unangenehm. Aber auch hier sehe ich wieder kein weiteres. Meine Güte. Hier sind so lauter rote Punkte. Irgendwas davon wird doch wohl ein Streichholz sein. Guck mal hier. Das war's hier schon. Man muss echt gut hingucken, dass man die sieht. Und man hofft immer, wenn man eins gefunden hat, dass es das letzte ist. Oh, noch mehr. Mann, Mann, Mann. Ist in der Kiste was drin? Nein. Kann doch nicht sein, dass ich gleich. Ach, hier, da ist es. Sehr gut. So. Da ist noch eins. Da muss ja noch eins sein. Da. So, und da müssen wir jetzt noch das letzte finden, wo wir gerade ein bisschen aufgegeben haben.
So, lassen Sie sich nicht stören. Ich möchte Ihnen gar nichts Böses. Wo ist das Streichholz? Irgendwo muss noch so ein Stück Holz rausgucken. Ich sehe es nicht. Vielleicht irgendwo versteckt, wo man es nur zwischendurch sieht, wo sich so jemand bewegt. Hier ist nämlich ganz schön viel los. Ich finde es auch interessant, dass hier so eine Art Totenkopf ist, der so als Farbpalette dient. Okay, das war es nicht. Das ist einfach nur ein Streifen auf dem Hut offensichtlich. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt gleich Hilfe brauche. Ich sehe es aber nicht. Was ist hier los? Nix. Lass ich mir jetzt helfen, bevor ich mir jetzt einen Wolf suche. Ihr habt es bestimmt schon gesehen. Und ich finde es wieder nicht. Ach du liebes Bisschen, das hätte ich da ja nie gefunden. Krass. Hallo Ente, hier hast du Feuer. Hupsi. Das tut mir leid. So, ist das eigentlich der Künstler? Würde ich jetzt mal vermuten. Und zurück ins Gemälde, sehr schön. Die Hochzeit. Ah, das ist ja unangenehm. Das ist ja höchst unangenehm. So, wo ist denn jemand, der... Was will der denn haben? Sechs? Ach, sechs Menschen mit Hut oder was? Ich verstehe die Aufgabe nicht. Okay, das scheint irgendwie ein Kreisverkehr zu sein. Das ist ja alles sehr gruselig. Aber ich verstehe beim besten Willen nicht, was ich hier machen soll. So, jetzt bin ich hier schon mehrmals durchgelaufen und ich kann ihn einfach nicht finden. Ihr seid ja alle ein bisschen widerlich. Oh, einmal haben wir ihn. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, er rennt hier auch irgendwie da. Irgendwie auch durchs Set und versteckt sich vor mir. Und ich muss ihn irgendwie finden. Na, ganz toll. Da war er, oder? Nee. So.
So, wo ist er? Schon wieder hin. Da. Nee, 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 nee. Bisschen nervig, der Typ. Wo hat er sich jetzt versteckt? Ich frage mich, ob der noch rumrennt oder ob er sich ein Versteck sucht und dann da bleibt. Oh, das war aus Versehen. So, zweimal müssen wir noch finden. Da ist schon wieder der Hut. Nee, 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 nee. Ich glaube, das sind immer irgendwie die gleichen Stellen, wo er sich versteckt. So, einmal. Kann ja nicht so schwer sein, ihn noch einmal zu finden. Aber wo könnte er jetzt schon wieder sein? Hier ist er nicht. Das ist ein anderer Hut. Ach, ich kann oben sogar sehen, wo er sich befindet. Dann muss er ja hier sein. Aber wo? Hier ist er nicht. Hier ist er. Ich hätte es ja viel einfacher haben können, wenn ich da mal so ein bisschen drauf geachtet hätte. Aber ich kann ihn auch ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht sehen. Oder ist die Hilfe hier nutzlos? Wir gehen mal nochmal rum. Einfach nur, weil wir es können und weil wir es genießen. Ach, da ist er. Ach Mensch. Das hätten wir wahrhaftig einfacher haben können. Was das wohl für ein Museum ist? Ist der mir jetzt auf den Fersen? Das finde ich ja gar nicht gut. Das hätte mir gut gefallen. Ich meine, ich habe ja, glaube ich, schon erfahren, dass das nicht die echten Bilder sind, sondern dass die Bilder angelehnt sind an Kunst von dem Künstler. Aber ich hätte es cool gefunden, wenn man da immer so hätte Informationen lesen können, worauf jetzt so ein Gemälde basiert zum Beispiel. Dass man auch so ein bisschen was erfährt. Das fehlt mir so ein bisschen. Bums. Autsch. Okay, du möchtest also Möwen haben. Kann ich noch mehr Möwen sehen? Hier vorne ist noch eine.
Okay, das war's offensichtlich schon mit Möwen hier. Und ich komme hier auch nicht noch woanders hin. Dann gehen wir mal schnell wieder zurück. Ist das keine Möwe? Dann ist das aber eine Möwe. So, da oben ist auch noch eine. So, dann muss es hier ja noch mehr geben. Hier. Okay, wir können nicht ins Wasser springen. Schade. Oh, wir können hier noch hoch. Perfekt. So, guten Tag, wir haben die Aufgabe erledigt. Dum di dum di dum dum di dum di dum di dum di dum dum di 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 dum. Oder geht's nur hoch? Ah, doch, wir können auch wieder runter. So, laufen wir mal hoch. Wo auch immer uns hier dieses Treppenhaus hinführt. Klopf, klopf. Oh, ist das das Atelier des Künstlers? Ich glaube, das, wenn ich mich nicht irre, ist jetzt ein Selbstporträt oder ein Porträt von dem Entwickler des Spiels, wenn ich mich nicht irre. So. Was willst du haben? 27 Pinsel. Gut, dass die so einen Busch da hinten dran haben. Okay, hier sind wir schon fertig. So, da ist ein Pinsel. Hier ist noch einer. Da ist einer. Und das war's schon. Ich wollte eigentlich hierhin. Ach, hier sind jetzt Türen. Sehr gut. Guten Tag, die Damen. Lassen Sie sich nicht stören. Ich weiß nicht, was hier steht. So, hier ist einer, hier ist einer. War hier auch schon wieder fertig? Ah, und dann verschwindet die Tür. Wir können also nicht wieder zurück. Wir müssen es also so schon genießen. Okay, hier ist auch noch einer. Oh, eine Katze. Oder ist das ein Tiger? Oder ein Hund? Ach, egal. So, wir sind hier fertig. Das ist scheinbar das Arbeitszimmer. So, gehen wir mal zurück ins Treppenhaus. Uiuiui. Der hat seine besten Tage auch hinter sich. So, hier muss es noch einen Pinsel geben, da. So, wo ist der letzte Pinsel? Ich kann ihn jetzt noch... Ach, hier in der... Was ist das? Ist das eine Oboe? Ich habe keine Ahnung. Gut. Gibt es hier echt vier Pinsel? Tatsächlich. Nicht nur vier, es muss auch einen fünften geben. Da. Und noch einen sechsten. Meine Güte, hier haben sie aber sieben. Wo ist der siebte? Ich habe doch schon sechs gefunden hier. Das ist ein normaler Pinsel. Der hat nicht so ein buschiges Hinterteil. Ich frage mich ja, wie viele Anspielungen hier versteckt sind auf den Künstler selbst, die ich alle nicht verstehe, weil ich mich nicht mit Kunst auskenne. Das ist sehr schade. Deswegen hätte ich es wirklich schön gefunden, wenn man sich auch irgendwie hätte Informationen über die Künstler
hätte anzeigen lassen können. Aber wo hier jetzt der nächste Pinsel sein? Ach, da drin. Na gut. Dann hier auch mal wieder raus. So, hier ist einer, hier ist noch ein zweiter und dann haben wir es hier schon gefunden. So, einer muss hier noch sein, da. Gut. Gehen wir mal zurück. Dam, die dam, die dam, die dam. Les cris d'horreur des becquets, les brimades, les bruits de pain et d'oignons, quand les esthètes exaspérés échangeaient force Orion. Après vinrent pour me penser les vierges consolatrices, les dames en détresse, les baveleuses isabellées, les servantes à courte portant haut leurs tilets retroussés. Puis le malheur des pouilleux indisposés, les passages mélancoliques, des... Ja, das war's. Relativ kurz, aber dafür, dass es umsonst ist. Ich finde diese Idee ganz spaßig, dass man Kunstwerke nimmt und man kann da durchlaufen. Ich frage mich, wer diese ganzen Menschen sind. Wahrscheinlich die Spieletester. Klar, es waren jetzt keine Rätsel, die jetzt irgendwie besonders schwer waren. Aber trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht, sich innerhalb dieser Gemälde zu bewegen. Auch wenn man diesen Künstler jetzt nicht kennt, wenn man vielleicht auch diese Art von Kunst nicht mag. Aber ich hatte schon Spaß dabei. Aber ich hatte es schon erwähnt, schön hätte ich es gefunden, wenn man auch wirklich etwas über den Künstler erfahren hätte. Oder über die Kunst, die er gemacht hat. Eine zeitliche Einordnung zum Beispiel. Aber vielleicht war das auch gar nicht gewünscht. Hier sieht man schon, es ist von der flämischen Regierung unterstützt worden, die das Spiel offensichtlich auch rausgegeben haben, unterstützt haben. Und ich glaube, der Abspann läuft jetzt hier im Kreis, wenn ich mich nicht irre. Und da ich jetzt nicht mehr so weiß, was ich hier noch über das Spiel sagen soll, außer dass ich Spaß hatte und was ich mir gewünscht hätte, danke ich euch wie immer fürs Zuhören, fürs Zusehen. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.